Hallo zusammen, ich grüße euch zu einem neuen Test, wo wir uns das hier anschauen. Reese's Peanut Butter Cups in der King Size. Passt ja zum Namen, König Darius, wusstet ihr es übrigens? Darius war mal ein König von Persien. Jetzt aber gefüllt auch mit Brezeln. Holy shit, könnte echt geil werden. Ich habe die letzte Zeit ja einige Reese's Produkte für euch getestet, unter anderem den Reese's Elefant, der für mich eher ein Flop war, muss ich sagen. Die Reese's Weihnachtsbäume oder die Reese's Pumpkins mit weißer Schokolade, richtig, richtig geil. Jetzt quasi klassische Reese's Peanut Butter Cups, aber eben in der großen Form und mit Brezeln drin. Ja, also es gibt dann nochmal diesen extra Kick. Ich finde persönlich, dass diese Reese's Füllung auch was sehr Würziges hat, sehr süß, aber auch irgendwie würzig. Und dann jetzt noch Brezeln dazu. Das erinnert ja auch an das Netflix and Chilled Eis von Ben & Jerry's. Erdnussbutter-Eis mit Brezelstrudeln und Brownie-Stückchen. Ich habe übrigens neulich mal wieder eins gehabt. Die Brownies waren wieder total gefrierbar, vertrocknet, eklig. Also Qualitätskontrolle ist bei Ben & Jerry's wohl die letzte Zeit nicht. Oder zumindest, dass sie eine Stetigkeit der Produkte im TK der Leute gewährleisten können. Kann ja sein, dass es ein Abbauprozess ist in den Tiefkühlschränken. Liegt aber sicherlich nicht daran, dass mein Tiefkühlschrank scheiße ist, sondern dass deren Produkt... ja, den Shelf Life, ja, also wie gut sie wirklich haltbar sind, dass das irgendwie nicht so ganz stimmig ist mit dem, was draufsteht. Entweder das eine oder das andere. Entweder in der Fabrik passiert Scheiße oder im Eisschrank, weil nicht vernünftig die Sachen verarbeitet werden. Man hört es immer wieder von diesen Gefrierbrand-Brownies. Es ist echt ein Albtraum. Da kannst du das Eis eigentlich nur noch wegwerfen. Okay, wir sind ein bisschen abgewichen. Wir gucken hier jetzt mal genauer drauf. Zunächst einmal heißt es, glaube ich, auch, schreibt in die Kommentare, Hände hoch, sage ich da, wer mag eigentlich Reese's? Denn ich muss tatsächlich sagen, die Schokolade finde ich überhaupt nicht gut. Aber die Füllung von Reese's Produkten, die haut sowas von raus, dass ich sie in der Summe wirklich gerne mag. Ja, ich habe schon mal ein paar deutsche oder andere Peanut Butter Cup Produkte getestet. Die sind nicht so gut wie Reese's, das muss man ganz klar sagen. Ja, so sieht die Packung aus. Zeige ich euch jetzt, glaube ich, auch nicht so. Vielleicht habt ihr es auch schon mal irgendwo auf Instagram gesehen. Hier seht ihr, was drin steckt. Es ist eine Milchschokolade, bestehend aus Zucker, Kakaobutter, Schokolade, Magermilch, Milchfett, Laktose, Lecithin, PGPR. Das war doch, glaube ich, auch so ein, wie hieß es denn jetzt, ein Emulgator. Ich werde es gleich nochmal nachschauen. Ich schaue es jetzt nach. PGPR, Polyglycerin, Polyricinoleat. Heißt das Ganze. Also das ist wie bestätigt, ich hatte schon mal ein Emulgator. Ich blende euch den jetzt hier einfach mal ein. Da könnt ihr das sehen. Für die Chemiewissenden, die wissen, was damit vielleicht anzufangen ist. An den R's hängen Wasserstoffe zum Beispiel. Oder Ricinsäure. Daher kommt das Ganze. Und Ricinsäure kommt euch vielleicht auch bekannt. Das ist nämlich quasi das, was auch als Abführmittel oder als Stoff benutzt. Ich glaube aus der Rizinusnuss, oder? Wie war das nochmal? Und ich habe das gerade ein bisschen nochmal durchgelesen, das Rizinsalz wird zum Beispiel auch verwendet für Cremes oder als geruchsbindende Substanz in Deos als Beispiel. Ja? Also jetzt nicht falsch verstehen, das hat hier drin jetzt nichts mit Fußcremes zu tun oder wenn man es auch hydriert als Schmierfett, damit hat es auch nichts zu tun, denn in der Chemie ist es halt so, da reicht eine kleine Veränderung und es bewirkt etwas ganz anderes. Auch ein Abkömmling davon, beziehungsweise die Ricinsäure selbst, wenn man die pur hätte, sie ist ja hier in diesem Molekül an etwas gebunden, was ich euch eingeblendet habe. Die Ricinsäure habt ihr ja auch gesehen, habe ich euch auch eingeblendet. Die wird auch für die Geburtenhilfe benutzt und in einem sogenannten Wehencocktail enthalten, der die Wehen auslöst. Ja? Und hier ist es ein Emulgator. Sehr interessant. Emulgatoren, grob gesagt, Bindung von Fett an Wasser. Ja, schmieren. Deswegen hydrophobe, hydrophile Reste und so weiter. Erdnüsse, Zuckertrauben, Zucker, braunes Reismehl, Kartoffelstärke und dann noch so ein paar andere Sachen. 500 Kilokalorien, 11 Gramm Eiweiß, dank der vielen, wo sind sie denn? Erdnüsse, die keine Nüsse sind. Und ja, das Ganze, wie ihr hier seht, von Beast Mode bekommen. Reese's Big Cup. Wir gucken rein. Genügend Gelaber. Ich weiß, die meisten wollen nur die Süßigkeiten sehen. Aber es muss ein bisschen mehr sein. Manchmal. Hallöchen. Es ist wirklich eine King Size. Es sieht beeindruckend aus. Ich mag dieses Riffelmus. Es erinnert mich immer an Eiskonfekt. Und das erinnert mich an meine Kindheit. Vielleicht
gefällt es mir deswegen so gut. Achtung. Habt ihr die Brezel gehört? Jetzt mal, hallo, bitte Fokus. Da sehen wir überall Brezelstücke. Das geht farblich natürlich etwas unter zu den Erdnüssen. Brezel, 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 Brezel. Wir machen jetzt hier nochmal den Querschnitt. Hört ihr es? Habt ihr es gehört? Es knackt überall. Und auch nicht zu viel Schokolade, hier am Rand ein bisschen mehr, denn wie gesagt, ich finde die Füllung so klasse. Das probiere ich jetzt mal. Voll knusprig. Boah, Hammer. Hammer. Richtig geil. Sehr geiler Erdnussgeschmack. Und dazu eine richtig salzige Note von den Brezelstückchen, die drin sind. Die sind super knackig. Manch einer fragt sich, warum sind sie knackig, wenn sie in so einer Pappe sind. Das hier ist nur Fett, hier ist kaum Wasser drin und deswegen weicht es die Brezelstücke nicht auf. Denn Fette fließen jetzt quasi nicht in Gebäcke und sowas rein und machen sie weich. Ja, also höchstens ist irgendwann das Fettverhältnis so groß in einem Gebäck wie in einem sehr mürben Keks oder in einem sehr, ich sage jetzt mal sowas wie Shortbread, da ist viel Butter drin. Die sind da manchmal ein bisschen weicher, weil einfach das durch das Fett weich ist, aber nicht durch den Keks selbst. Aber gut, sehr, sehr lecker, super knusprig. Das hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Es sind sehr viele Brezelstücke drin und diese extra salzige Note ist für mich persönlich das Highlight. Ich hätte gerne die Füllung hiervon als Aufstrich. Bitte sofort, Reese's, gibt es mir. Ich will es haben. Wenn ihr die haben wollt, schaut wie gesagt gerne mal bei Beast Mode rein. Und vielleicht habt ihr sie auch schon probiert, dann sagt mir gerne eure Meinung in einen Kommentar. Ich freue mich darüber, freue mich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo und sage herzlichen Dank, passt auf euch auf. Und ich sage schon mal, für die, die vielleicht nicht mehr hören, heute ist ja schon der 31. Ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr. Passt auf euch auf und kommt gut rein. Ciao, ciao.